schnell noch das Mikrofon reinstecken in die Tasche und schon geht's los. Noch ein Intro. Jetzt sollte man eigentlich eine dramatische Musik unterspielen. Und ich müsste jetzt sowas sagen wie Yamaha MT-01. Mache ich aber nicht. Ja, Peace. Hallo, herzlich willkommen bei mir auf dem Konol. Yamaha MT-01. Ich habe schon mal ein Video gemacht und habe ich mir gedacht, ich bin euch das noch schuldig, weil ich den einen oder anderen Kommentar gelesen habe, wie es mir jetzt damit geht. Weil vor circa eineinhalb Jahren, sorry, dass das so laut ist, aber ich habe keinen besseren Platz gefunden, habe ein Video schon mal gemacht vor eineinhalb Jahren, jetzt habe ich den Faden wieder. Und da war ich jetzt nicht so begeistert und so haben wir gedacht, na gut, die Versprechungen sind schon enorm. Jetzt mittlerweile muss ich sagen, ich habe mich verliebt. Ich habe echt schon überlegt, ob ich es hergebe, gerade am Anfang, mal schauen, wie lange das ist, fahre, aber jetzt ist eigentlich der Funken übergeschlagen. Und zwar ist das Ding geil. Die ist richtig geil, weil, nicht nur weil sie es reimt, sondern weil das Ding für mich jeden Kilometer, wo ich das Ding fahre, ist für mich ein Erlebnis. Ohne Witz, also ich bin schon viel Motorrad gefahren, Harley und Honda CBX 1000 und ach, was der Teufel, was seit 40 Jahren fahre ich oder seit 39 Jahren fahre ich im Motorrad. Nächstes Jahr werden es 40 und ich habe noch nie so ein Motorrad bewegt wie diese MT-01. Sie ist brachial, sie ist, jetzt habe ich einen anderen Auspuff noch dran, den Akrapovic. Ich wollte es eigentlich nicht machen, habe aber recht günstig geschossen. Und ich muss sagen, der ist auch jeden Cent wert, weil ja, er ist ein bisschen lauter. Gerade in der heutigen Zeit wahrscheinlich nicht mehr politisch korrekt. Aber er hat halt einen wirklich herrlichen, dumpfen Klang. Und was auch noch toll ist, der brappelt so richtig schön raus. Auch wenn du irgendwo im Schubbetrieb bergab fährst, Gas wegnimmst, dann rappelt der, dann ploppelt der, dann. Ich möchte nicht sagen, er pusht, nein, das macht er nicht, aber er haucht dieser MT-01 schon Leben ein. Also wenn ihr eine habt und noch keinen Akrapovic habt, dann probiert es mal aus. Die Steigerung vom Erlebnis ist nochmal extrem mit dem Auspuff. Politisch korrekt ist es in der heutigen Zeit nicht. Alles muss Gender sein, alles muss vegan sein, alles muss elektrisch sein. Da passt eigentlich dieses Motorrad gar nicht rein, weil das Ding ist mittlerweile 16 Jahre alt, hat einen knapp 1700 Kubik V2 und hat 90 PS Leistung und ungefähr 150 Newtonmeter Drehmoment. Und Harley Davidson und jetzt auch Indian mit der Super Chief haben heute nach 16 Jahren oder ich sag mal nach grob 14 Jahren, weil zwei Jahre glaube ich gibt es die Harley schon, haben ähnliche Werte. Die haben 200 Kubik mehr, aber Drehmoment und Leistung, also Drehmoment und PS sind ziemlich gleich und das hat die MT-01 schon vor 15 bis 16 Jahren gehabt und das ist schon enorm. Ja, also jeder, der sagt, du musst mal die neue Harley fahren, weil die geht richtig gut und von unten raus und Langhuber und, der soll mal die MT-01 fahren. Die ist mindestens genauso brachial. Dazu wiegt sie nochmal locker 50 Kilo weniger. Ich war heute eigentlich den ganzen Tag unterwegs, habe meine Frau in der Arbeit besucht, sind dann Currywurst essen gegangen. Darum mache ich meine Jacke auch nicht auf, beziehungsweise ich ziehe ja hier mein T-Shirt nicht, weil ich habe mich vorgekleckert. Naja, meine Frau hat erst gelacht, aber dann hat sie sich auch vorgekleckert. Also passt, das ist das sächsische Wappen. Was musste ich alles lesen von dem Teil? Also
wenn man im Internet eingibt Yamaha MT-01 Test, dann kommen einige Testberichte, die einen wirklich dann, naja, schon etwas übertrieben vorkommen. Da sind dann Schlagzeilen drin, wie zum Beispiel, wenn der Asphalt Wellen schlägt oder wenn dich die Abrissbirne von hinten trifft. Lauter so martialische Aussagen. Leistung mit 90 PS ist überschaubar, ist jetzt wirklich nicht viel, aber was halt schön ist, ist der Drehmoment von ungefähr, ich sage mal 1700, 1800 Umdrehungen hoch bis knappe 4. Am Anfang kommt er schon gut, weil dann hat er schon 100 Newtonmeter und das ist ja schon so viel wie bei manchen anderen Motorrädern schon die Vollleistung. Und dann geht der so richtig schön hoch bis ein bisschen über 3,5 und dann zieht der so richtig schön an. Das ist wunderbar. Ist enorm der Motor. Er ist langlebig, er soll langlebig sein. Ich habe jetzt nur zwei negative Seiten, habe ich jetzt mitgekriegt. Das ist einmal das Lenkkopflager, weil das Lenkkopflager ist irgendwie zweiteilig. Der Rahmen ist ja verschraubt und in der Mitte ist das Lenkkopflager und da kann verhältnismäßig leicht Wasser eintreten und würde das Teil natürlich dann rostanfälliger machen. Also das muss man überprüfen. Die Gabelholme sauen immer ein bisschen, die habe ich jetzt ja letztes Jahr machen lassen, das passt wieder. Und was war noch? Der Lenkereinschlag ist ein wenig blöd, weil der nämlich auf dem Rahmen geht. Und durch das, dass das ein Alu-Druckgussrahmen ist, kann es sein, dass die auch nur durchs Umfallen sich so blöd hinlegt, dass man einen Rahmenschaden kriegt. Also auch das ist gefährlich, wo man wirklich aufpassen muss. Also lieber nicht umschmeißen, ist besser. Interessant ist auch, ja, wahrscheinlich kommt es von diesen Testberichten, wie es es damals vor 15 Jahren so gegeben hat, diese martialischen Testberichte. Sie hat einen unfassbar hohen Wiedererkennungswert und da hat sich allgemein eine Meinung über die MT-01 gebildet, die mich manchmal etwas verwundert. Kleine Geschichte, letztes Jahr war das im Sommer auch, bin ich ein bisschen rumgefahren und dann bin ich zum Gasthof, zum Goldenen M, bin ich gefahren und dann wollte ich einen Kaffee trinken. Naja, und durch Corona ist ja alles im Endeffekt gesperrt und nur die Hälfte an Tische und keine Ahnung was. Auf jeden Fall habe ich dann meine Bestellung so gehabt und schaue so rum, waren alle Tische besetzt und irgendwann einmal winkt einer ziemlich weit hinten im Eck und der steht gerade auf und nimmt sein Zeug und geht. Und dann sagt er, da wird frei, kannst dich hinsetzen. Außerdem, sagt er, ist der Tisch einigermaßen sauber, weil die anderen sind alle schmuddelig und das stimmt, McDonald's hat wirklich nachlassen, was Sauberkeit betrifft. Falls das einer von McDonald's sieht, bitte mal überprüfen. Dann schaut er mich so an und dann, also ich habe mich dann bedankt, ja danke, dass du mir einen Platz angeboten hast, sagt er, ja und außerdem ist das ja eigentlich wie im Straßenverkehr auch und dann habe ich gedacht, kapiere ich jetzt nicht ganz. Und dann sagt er, wenn eine MT-01 von hinten im Spiegel erscheint, sollte man Platz machen. Ist das wirklich so? Also ich bin noch nicht schneller wie 140, glaube ich, oder 145 mal gefahren auf der Autobahn, mal kurz, als ich einen LKW überholt habe, aber ansonsten schneller bin ich noch nicht gefahren. Was ich an der liebe, ist einfach von unten raus, mittlerer Drehzahlbereich, ich sag mal so ab 2000, leicht bergauf, dritter Gang, leichte Kurve und dann aufziehen und dann dieses Bratzeln und Batzeln. Und also es ist wirklich ein Erlebnis pur. Wer es noch nicht gemacht hat, der soll mal fahren und soll sich ein bisschen Zeit lassen. Ja. Wie gesagt, ich habe jetzt den Auspuff hinten verändert. Das ist ja im Endeffekt bloß eine Slip-On-Anlage, die ja da drunter ist, unter diesen Kunststoffteilen, die ja belüftet sind mit einem Ventilator unten. Und durch das, dass ich die jetzt behalte, will ich glaube ich schon noch ein, zwei Umbauten machen. Wie zum Beispiel, der Lenker ist mir ein bisschen zu schmal. Ich hätte den entweder ein bisschen breiter oder was auch gehen würde, den Lenker behalten, dafür ein bisschen höher. Und wir schlafen immer die Hände ein, jetzt mittlerweile geht es. Am Anfang war das so,
Arme und Hände schlafen mal ein, das ist jetzt besser, aber trotzdem eine aufrechtere Sitzposition würde mir besser gefallen. Außerdem ist das Ding ja trotzdem mit gute 270 Kilo recht schwer und deswegen in den Kurven ein bisschen behäbiger zu bewegen. Und deswegen würde ein breiterer Lenker das Ganze ein bisschen erleichtern. Am Anfang wollte ich den Frontscheinwerfer unbedingt auswechseln, weil der mir halt überhaupt nicht gefällt. Der schaut ein bisschen aus wie der Schrei, dieses Gemälde. Ist das Van Gogh? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich schreibe es mir drunter. Und dementsprechend ist das ein bisschen, ja, hat mir jetzt nicht so gefallen. Jetzt mittlerweile gefällt er mir, weil er halt einen Wiedererkennungswert hat. Das heißt, wenn da eine entgegenkommt und du siehst den Scheinwerfer, weißt du genau, oh, eine MT-01, sehr schön. Hinten, ja, die sogenannte Etui, Brillenetui, das ist das Rücklicht, haben wir auch gedacht, möchte ich umbauen und die Blinker vielleicht, weil die ja trotzdem so aus Kunststoff sind und auch diese gelben Birnen oder diese gelben Gläserler, aber ganz ehrlich, das gehört sich so, ich lasse die jetzt original. Das Einzige, was ich wirklich noch machen werde, vielleicht sogar dieses Jahr schon, mal schauen, wann der Kettensatz fällig ist, da werde ich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich umrüsten auf Zahnriemen. Ich hasse Kette. Kette ist schrecklich, Kette ist furchtbar. Ich bin jetzt ja vorher gut über 20 Jahre Harley gefahren, da bin ich immer mit Riemenantrieb gefahren. Davor habe ich auch schon Kardan gehabt und so weiter. Aber Kette ist furchtbar. Das Ratzeln, das Klappern, dann dieses im untertourigen Fahren, wenn sie dann so, sie übertragt auch die fährt sich so hart. Und beim Kardan, beziehungsweise beim Riemenantrieb ist das alles ein bisschen weicher. Er nimmt sehr viel Spitzen ab, was jetzt die Leistung oder so das Ruckeln betrifft. Ich finde es halt angenehmer zum Fahren. Außerdem ist es viel, 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 viel einfacher zu managen und sauber zu halten. Ja, ich habe immer wieder mal ein paar Fahrszenen eingeschnitten von der Tour, die ich heute gefahren bin. Ich habe da schon gesehen, mein Mikrofon hinten rein und Kamera eingeschalten und so weiter. Und werde immer wieder mal leise sein und euch einfach ein bisschen Sound vergönnen. Weil das Motorrad hat es mir echt angetan. Das ist für mich ein Grund, also einer von mehreren Gründen, warum dass ich noch kein E-Motorrad fahre. Das ist einfach dieses, ja, die MT-01 ist schuld, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es sind noch einige andere Gründe dazu und da kommt ja noch ein Video, das will ich ja noch machen. Und ich grüße den Sascha. Der Sascha, der kommt aus Amberg und hat eine Zero. Die hat mich das letzte Mal nämlich überholt, also bin ich mit dem Auto heimgefahren. Und dann auf einmal überholt mich eine, ich hoffe die Farbe ist richtig himmelblaue, ZR, eine, ja, glaube ZR heißt die Zero. Und, oder ZF, ja, oder irgendwie so. Und überholt mich, ich sehe schon im Spiegel, denke mal, das ist glaube ich ein Zero, und überholt mich und bringt mir dann beim Überholen ein VW Fokker Zeichen vorbei. Und er hat mir jetzt letztens geschrieben, da hat er gesagt, er hofft, dass ich es richtig erkannt habe, nicht, dass er meint, ich habe es so gemacht. Ja. Nee, ist schon gut drüber gekommen. Und wir wollen uns mal treffen und dann wollen wir mal ein bisschen diskutieren über E-Mobilität im Zweiradbereich. Und er ist umgestiegen, er ist happy, das glaube ich ihm. Aber trotzdem werden wir uns einmal zusammensetzen auf ein alkoholfreies Radler und werden einmal ein bisschen diskutieren. Die Für und die Wider, Vorteile und Nachteile. Und was einen, ob das wirklich so ist, dass man, wenn man E-Motorrad fährt, ob einen diese Emotion vom Motor, dieses Vibrieren, diesen Sound, dass man das vermisst. Ich kann euch schon gleich sagen, nein, das vermisst man nicht, weil ich bin ja schon mehrere E gefahren, auch längere Zeit, und habe einfach ja, da den Sound in dem Augenblick überhaupt nicht vermisst. Das, was ich vermisst habe beim E, ist die Ruhe, weil leise sind die E-Motorradl nicht. Und für mich ist es dieses Pfeifen, dieses Surren nerviger als ein Verbrenner. Ist für mich so, ja.
Vor allem, weil man ja genau drüber sitzt und das ja die ganze Zeit hört. Am Anfang ist es noch okay, aber irgendwann mal nervt es mich. Kann aber sein, dass es irgendwann einmal nicht mehr hörbar ist für einen und dann ist es wahrscheinlich auch egal. Das war ein kleines Video über die MT-01, über das Fazit, was ich jetzt habe nach gute 1,5 Jahren. Ich bin begeistert. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ach ja, ich habe jetzt Urlaub 3 Wochen und deswegen geht es mir gut. Ich hoffe, euch auch. Servus, sagt Locker, euer Focker.